she noticed the things I noticed. How she practices piano on her thigh, imagining the keys inside her mind. Does she notice the things I notice? How her eyes wander the room when it gets quiet, searching for solutions in the silence. But I'm here, I'm here. Und damit, Freunde, ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Mein Name ist Dominik, hinter der Kamera steht der René und hinter mir steht ein Neuzugang in der Freundschaft-Familie und zwar ein Nissan Terrano, Baujahr 2004. Ja, Freunde, wie komme ich zu dem Auto und was hat es mit dem Auto auf sich? Das erkläre ich euch in diesem Video. Viel Spaß beim Schauen und wenn ihr neu hier seid, lasst auf jeden Fall mal ein Abo da. Ja, was hat das damit auf sich? Warum hat Freundship schon wieder ein neues Auto bzw. ein neues altes Auto? Baujahr 2004 habe ich bereits gesagt, das hier ist der alte Wagen von meiner Mama und ihrem Mann. Dieser Wagen wurde damals als Garten- und Landschaftsbauhure eingesetzt, würde ich fast sagen. Ich glaube, dieses Auto hat wirklich sein Geld verdient. Baujahr 2004 bedeutet, es ist mittlerweile wie alt? 4, 10 sind 6, 20 sind 16, 18 Jahre alt. Ist das richtig? Jawohl, ja. Hervorragend. Mathe ist ja nicht so meine Stärke, aber 18 Jahre alt ist dieses Auto und dieses Auto wurde echt viel bewegt. Der Michael, der Mann von meiner Mama, der hat das Auto 2004 neu gekauft und hat es für seine Firma gekauft. Er ist Gartenlandschaftsbauer gewesen und was machen Gartenlandschaftsbauer? Klar, die bauen Gärten um, aber die haben auch viel Anhängerbetrieb und dafür braucht er ein Auto, was wirklich Kraft hat, was Leistung hat, damit er eben auch schwere Anhänger mit Steinen und mit Schotter und was weiß ich, was der alles da durch die Gegend geschleppt hat, bewegen kann. Und dieser Nissan Terrano, der hat ihm wirklich 18 Jahre lang treue Dienste geleistet. Das Ding ist, meine Eltern, also meine Mom und ihr Mann, sind jetzt schon mittlerweile ein bisschen älter und brauchen das Auto einfach nicht mehr. Beide sind in Rente, beide genießen ihr Leben, so wie ich es auch irgendwann mal machen möchte vielleicht. Die machen das auf jeden Fall richtig. Und meine Mom hat mich vor ein paar Tagen angerufen und meinte, ey Dominik, du bist doch so ein Autofreak, so hast du nicht Bock, die Karre zu übernehmen. Ich war so, ja, keine Ahnung, warum eigentlich nicht? Ja, mehr Autos sind mehr Autos und das ist schon mal nicht schlecht. Außerdem fehlt mir natürlich aktuell auch ein Allrad in meinem Fuhrpark, denn dieser Nissan Terrano hat einen zuschaltbaren Allrad. Das heißt, normalerweise läuft die Karre auf Heckantrieb. Wir können also einen vollwertigen Allrad zuschalten. Wir können das Ding in der Untersetzung inklusive Sperre fahren, beziehungsweise, René, wie ist das? Wir können das Ding mit Untersetzung fahren und ich glaube, Allrad hat dann auch eine Sperre. Ja. Vorderrad und Vorderachs- und Hinterachssperre. Ne? Also wir haben eine Vorderachse und eine Hinterachssperre. Das bedeutet, wir haben hier eigentlich ein richtig fettes, geländegängiges Monster. Ja, ich bin ehrlich, von der Optik her ist es jetzt nicht unbedingt mein Auto, was ich mir so aus freien Stücken heraus gekauft hätte. Aber Mama und Michael haben gegönnt und haben gesagt, Dominik, wir schenken dir die Karre. Mach was draus oder eben nicht. Aber bei uns steht sie nur rum und dafür ist es zu schade. Ja, und das ist natürlich auch der Grund, warum wir dieses Video machen, weil ich euch einfach das Auto vorstellen wollte und mit euch mal besprechen wollte, was machen wir denn jetzt mit der Karre? So, wichtig ist, ich habe sie auf jeden Fall schon mal zugelassen. Das heißt, wir können offiziell mit dem Wagen fahren. Und ja, das Schöne bei dem Auto ist, ich glaube, es gibt kein einziges Teil an diesem Wagen, was nicht kaputt ist. Das bedeutet als Geländefahrzeug natürlich die beste Voraussetzung, weil wir einfach eben nicht darauf achten müssen, oh, kriegt das Auto jetzt einen Kratzer, ja, eine Beule oder so. Ey, wirklich, hier ist überall alles im Arsch.
Das Ding hat halt wirklich gelebt und gearbeitet und definitiv sein Geld verdient. Ja? Das Auto hat eine Anhängerkupplung. Wir waren gestern damit schon auf dem Bauhof und haben einen riesen Anhänger voll mit dem alten Krams aus dem Linienbus dahin gebracht. Das interessiert das Auto null. Genau, wir haben ein relativ hohes Fahrwerk drinne. Gut, die Reifen, die sind 100 Jahre alt. Da sollten wir vielleicht auch irgendwann mal neue drauf machen. Ja, und da kommen wir natürlich auch schon zu den Punkten. Was machen wir mit dem Wagen? Was bauen wir um? Ja, ich meine, so die Standardprozedere wäre ja irgendwie mal ein bisschen Licht drauf. Ja, wir haben noch LED-Bars rumfliegen, die könnten wir drauf bauen. Man könnte sicherlich auch eine andere Bereifung drauf machen, weil ich glaube, wenn wir das Fahrzeug fahren, dann fahren wir das nicht als Daily-Wagen von A nach B zur Eisdiele, sondern wenn, glaube ich, sehe ich uns schon damit im Offroad-Park und mal so ein bisschen auch Grenzen austesten. Wie gesagt, wenn das Ding kaputt geht, wäre es halt nicht ganz so wild, ne? Weil entweder es steht in der Scheune und verschimmelt, ja, oder wir machen halt irgendwas draus. René und ich hatten auch die Idee, die Farbe ist jetzt nicht ganz so geil, vielleicht lackieren wir das Auto auch einfach. Also so richtig unprofessionell, weißt du, so richtig scheiße, so mit Rolle. Wäre doch eigentlich auch irgendwie ganz witzig. Vielleicht holen wir uns ein paar Dosen Raptor-Lack und rollen die Karre einfach schwarz-matt oder oliv oder so. Könnt ihr mal in die Kommentare hauen, was ihr machen würdet. Und vor allen Dingen könnt ihr mal in die Kommentare hauen, ob euch sowas überhaupt interessiert. Wenn wir hier anfangen umzubauen, versuchen wir das Ganze möglichst low-budget zu machen, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock habe, da großartig Geld reinzustecken. Aber so ein Standardauto für mich ist natürlich auch irgendwie langweilig. Das heißt, ich bin schon auch motiviert, da ein bisschen was umzubauen. Es gibt auch einen Schnorchel für das Fahrzeug. Es gibt auch Seilwinden und andere Stoßfänger und sowas. Aber das kostet natürlich alles wieder richtig Geld, ne? Weiß ich nicht, ob sich das lohnt für die paar Mal Einsatzzweck, was wir damit machen. Ja, ansonsten, ich zeig's euch mal im Innenraum gerade. So sieht die Karre aus. Es ist halt einfach echt, ein Auto, was irgendwie sehr, sehr viel bewegt wurde. Das Lenkrad hier ist richtig abgegrabbelt. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht baut man da mal ein neues Lenkrad ein. Das ist nämlich echt richtig eklig. Hier immer gut mit Schonbezügen gefahren worden. Die Sitze sind wie neu. Oh, vielleicht auch nicht. Das ist so geil. Ey, aber ganz ehrlich, Leute, der Wagen hat 320.000 Kilometer runter. Es ist aber ein 2,7 Liter Diesel verbaut. Wir haben 125 PS in der Karre und Drehmoment ohne Ende. Ja, also das heißt, wir haben auch wirklich Möglichkeiten hier. Wir sind mal vorhin so ein paar kleine Berge hoch und runter gefahren. Das interessiert das Auto null. Der macht das einfach. Das ist wirklich Kindergarten. Und ich glaube, bis wir das Auto an die Grenzen bringen, da müssen wir wirklich fett in den Offroad-Park gehen und da richtig einen rauslassen. Ja, also ich würde auf jeden Fall mich freuen, wenn ihr mal ein bisschen in die Kommentare ballert, was wir mit dieser Karre anstellen sollen. Interessiert euch das? Ich meine, ja, jetzt sagt ihr wieder, der hat jetzt wieder tausend andere Projekte, aber eigentlich ist doch der Linienbus am Start. Richtig, Linienbus ist unser Fokus aktuell. Aber ihr wisst ja, ich kann die Füße nicht stillhalten und mehr Arbeit macht mir mehr Spaß. Und dann können wir da auch einfach ja, ein bisschen parallel was machen. Vielleicht haben wir auch irgendwann mal Leerlauf beim Linienbus, weil wir irgendwie auf Teile warten oder sowas. Und dann können wir uns um die Karre kümmern und können da halt peu à peu ein bisschen was machen. Vielleicht können wir auch im Winter mal irgendwann geilen Schnee fahren, ja, im Taunus ein bisschen rumprätzeln durch den Schnee. Ist bestimmt auch geil. Ja, was kann man sonst noch zu der Karre sagen? Die Karre hört sich verdammt krass an. Sollen wir mal kurz einen Soundcheck machen? Können wir mal einen Soundcheck. Erstmal vorglühen ist bei einem Diesel natürlich ganz wichtig. Kupplung treten macht natürlich auch Sinn. Oh, ich bin so ein Amateur. Yo, ich fahre halt immer nur Automatik. Was soll ich sagen? Da ist er. 2,7 Liter Hubraum. Ist das krass, ey. Ist die absolute Power hier in dem Wagen. Ich sag's euch. Schnell fährt er nicht, aber er hat halt Kraft ohne Ende. Außerdem wollte ich euch nochmal zeigen hier, richtig nostalgisch, gibt es hier auch ein Kassettenradio, ja, mit... Ah, okay, das ist eine selbstbespielte Kassette. Ja, Freunde, wer von euch weiß, was eine Kassette ist? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ja, das ist tatsächlich die frühere MP3. Sozusagen in Oldschool-Form. Radio bleibt natürlich drinne, da werden wir nichts dran ändern, ja, weil ich das irgendwie witzig finde. Ey, vielleicht hat ja jemand von euch noch coole Kassetten. Geil. Das wäre doch geil. So Bibi Blocksberg oder sowas. Ja, Mann. Da sehe ich uns auch. Bibi und Tina Hörbücher. Ja. Oder TKKG. Achtung, Wespe. Ah!
hau ab. Selbst die Wespen finden das Auto geil. Ja, also das ist auf jeden Fall so ein bisschen das, was wir euch einfach mal zeigen wollten. Und wir brauchen da einfach mal so ein bisschen euren Input, was wir mit dieser Karre anstellen können. Ich meine, am Ende des Tages bleibt der Wagen einfach nur hier stehen. Er hat bis Mitte 23, glaube ich, noch TÜV. Ja, ich meine, bis 23 hat er TÜV. Das heißt, wir können jetzt erstmal irgendwie 1,5 Jahre mit der Karre noch rumgurken. Theoretisch hat Michael das alles wirklich, also gepflegt hat das tatsächlich nicht so gut. Aber es ist halt auch ein Arbeitsauto gewesen. Dafür hat er sich um den Service gut gekümmert. Er hat mir riesenlange Excel-Listen geschickt, was alles neu gemacht worden ist. Bremsen, Bremsleitung und so ein Kram. Ölwechsel wurde regelmäßig gemacht. Also motortechnisch gesehen, ich meine 320.000 Kilometer sprechen auch für sich, ne? Definitiv. Die Karre fährt. Ich habe gehört, das Lenkgetriebe knarzt ein bisschen. Also vielleicht müssen wir selber noch mal ein bisschen Service machen. Aber so von der Idee ist ganz geil. Ja, hier ein Reserverad, das ist aber leider platt. Ja, liebe Freunde, das ist auf jeden Fall unser neuer Nissan Terrano. Geiles Gerät auf jeden Fall. Ich fragte so, René, ey, hast du Bock? Sollen wir die Karre einfach irgendwie nehmen? Er sagt, ja, Digga, na klar, ein Allrad. Ich verstehe die Frage nicht. Voll geil. Ja. Und ich sehe es auch und es macht wirklich Spaß, damit rumzufahren. Ich meine, er hat einen relativ hohen Dieselverbrauch. Es ist halt, also wirtschaftlich gesehen, ist das kein sinnvolles Auto. Nee, ist halt ein Hobbyauto. Genau, es ist ein Spaßauto, es ist ein Hobbyauto, es ist ein Hobby, es ist ein Auto fürs Feld. Der Paul kann da hinten rein, so. Im Grunde ist mir das Auto eigentlich egal. Jo, mehr ja. Oder weniger. Mehr oder also weniger. Wir müssen es ja nicht kaputt machen oder umschmeißen, aber... Nee, genau richtig. Also kaputt machen müssen wir es nicht. Ja? Aber verschandeln wollen wir es auch nicht. Aber am Ende des Tages können wir halt auch gar nicht so wahnsinnig viel mehr schlimmer machen, weil das Auto ist halt echt in einem nicht so guten Zustand. Deswegen werden wir euch jetzt gleich nochmal den Zustand filmerisch festhalten. Und dann springen wir wieder ein in der Halle, denn wir haben... noch was Ähnliches in der Farbe da stehen, allerdings auf zwei Rädern. Und was das ist, das zeigen wir euch nach einem kleinen Carporn. Mhm. Ja, und passend zur Wagenfarbe, war übrigens keine Absicht, habe ich mir vor ein paar Wochen noch so einen alten Piaggio NRG 50er Roller gegönnt. Irgendwie hatte ich Bock, so ja, hier so in der Wetterau so ein bisschen mit einem Roller rumzucruisen. Dann habe ich bei eBay Kleinanzeigen geschaut und der Kim, der fährt quasi dasselbe Modell, das heißt, er hat ein bisschen Plan davon. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kaufe ich lieber einen Roller, wo irgendeiner meiner Bekannten schon weiß, wie so ein Ding funktioniert, wenn er mal nicht funktioniert. Und habe einen gefunden, habe den in Offenbach gekauft, ja. Dachte mir natürlich, ey, Offenbach, seriöse Geschäftsleute, kann man ja wohl mal einen Roller kaufen, gar keine Frage. Bin das Ding Probe gefahren vor Ort, der lief, der sprang sofort an. Bin hierher gekommen, ja, und wie es der Zufall so will, er läuft natürlich nicht gescheit. Also er läuft echt richtig kacke und hat dann irgendwie an Leistung verloren und dann ging er auf einmal aus und dann lief er irgendwie gar nicht mehr. Dann habe ich das mit dem Kim gesagt, der Kim meinte dann direkt zu mir, ja, pass mal auf, hier müssen wir erstmal einen neuen Vergaser reinbauen. Dann haben wir da einen neuen Vergaser reingebaut und der Auspuff war auch irgendwie nicht original. Dann haben wir da so einen geilen Sportauspuff dran gebaut hier. Guckt er das Ding hier, so ein geiler Arrow, das ist der alte von seinem Roller. Da hatten wir aber den passenden Halter nicht, das heißt, wir haben hier einen Kabelbinder dran gemacht. Also, ihr seht, das ist eine ganz schöne Bude und ich habe mich da tatsächlich ein bisschen durch die Bilder irgendwie blenden lassen und durch den Faktor, dass das Ding eben lief. Rillend war auch an dem Tag da und wir haben den ganzen Tag an der Karre rumgeschraubt. Ich will mal gucken, ob er jetzt anspringt, weil E-Starter funktioniert nicht, Batterie ist tot, aber vielleicht geht er ja beim Kickstarter an. Bin mal gespannt. Oh Mann, das letzte Mal habe ich ihn noch angekriegt. Warum springt er nicht an? Warum? Warum, warum, warum? Das ist doch aber nervig, ey. Also, ihr seht, er läuft nicht. Scheiße! Ja? Aha. Echt, das ist doch kacke. Mann, das letzte Mal lief er noch, nachdem wir das gemacht haben. Film nicht so nah ran, du Penner. Geh weg.
Naja, auf jeden Fall, was ich euch eigentlich nur sagen wollte, ist, dass ich mit dem Rillen versuche, diese Karre wieder klar zu kriegen und wir eventuell die Überlegung haben, dass ich das Teil vielleicht mit in unseren Spanienurlaub nehme, weil es eigentlich geil wäre, in Spanien einen Roller dabei zu haben, mit dem man den ganzen Tag durch die Gegend cruisen kann. Allerdings muss er halt dafür wieder laufen. Das bedeutet, ich werde jetzt ein paar neue Teile bestellen, also Variomatic, ich bin voll im Marsch, gell? Schon wieder, das gibt's auch gar nicht. Also Variomatic, Sportauspuff, neuen Vergaser und so, werde das versuchen, alles irgendwie einzustellen und dann gucken wir mal, ob das Ding läuft. Es gibt zu diesem Roller wahrscheinlich genau ein Video, das wird wahrscheinlich ziemlich witzig, weil das halt voll die Katastrophe ist, weil ich noch nie an so einem Ding geschraubt habe. Genau, und das wollte ich euch eigentlich nur mal noch zeigen und erzählen. Ja, Freunde, also, wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt natürlich weiter dran. Das ist so ein bisschen so ein Zeit- und Spaßprojekt, einfach weil ich Bock drauf habe. Und genauso wie mit dem Nissan Terrano, wie gesagt, ey, wenn es euch nicht interessiert, wir müssen es euch auch nicht zeigen. Wir können auch selber für uns einfach ein bisschen was damit machen. Wenn ihr aber Bock drauf habt, dann haut es gerne mal in die Kommentare. Gerne auch ein paar Vorschläge, was wir mit der Karre machen sollen. Ob wir sie lackieren sollen, fürs Folieren ist der Lackzustand echt zu scheiße. Das macht gar keinen Sinn. Also wenn überhaupt mit der Rolle lackieren oder mit der Dose, aber ich glaube, wenn, dann eher einfach mit der Rolle, glaube ich. Habe ich schon ein paar Mal gesehen, ich glaube, es macht Sinn. Genau, ob andere Räder draufkommen oder sowas, keine Ahnung. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback dazu. In diesem Sinne, wir machen dann jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen weiter mit dem Linienbus. Denn aktuell, wenn dieses Video online kommt, bin ich gerade noch in den Alpen. Der René auch, denn wir hatten eine Woche Urlaub. Und da freuen wir uns jetzt schon sehr drauf. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr neu hier seid, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Abo dalassen, nicht? Also, bis dann. Tschüss mit Öl. Freunde, kurzer Nachtrag. Wir haben die Zündkerze mal rausgebaut, weil ich mir das natürlich nicht nehmen lassen konnte, dass das Ding jetzt auch läuft. Aber irgendwie kackt die bei Vollgas ab. Egal, wir werden es auf jeden Fall hinkriegen, dass diese Möhre wieder läuft. So, fertig.